Immer langsam vor. Ja, ob da rechts einer steht. Ja, das macht mir nämlich gerade die meisten Sorgen. Ich kann es wirklich nicht weit nach rechts schauen. Gerade nochmal bis zu deinen zwei Außenspiegeln, die du links und rechts hast. Okay. Ja, auch blöd. Zurück. Da war gerade einer links und rechts. Okay, Platz stehen. Oh! Links rein. Ah, links die Straße rein. Schnell. Der Panzer vorne? Ja, schnell. Vollgas. Ich bin schon Vollgas. Vollgas. Mehr Gas geht nicht. Stopp. Weiter. Wir steigen raus. Wir sind ein zu weiches Ziel dafür. Ich hab noch eine Panzerfaust dabei. Ja, die werden wir jetzt noch gleich ansetzen. Wir haben scheiß Glück, dass der uns nicht getroffen hat. Mit zwei Schüssen. Was machen unsere Panzerinos? Die rücken langsam vor. Aber wir haben eine gute Chance, den Panzer da schön zu flankieren. Boah, ich weiß ja gar nicht, wie ich den treffen soll. Ja, das glaube ich schon. Ja, der brennt. Ja, dann der ist weg. Ja. Dann hat den Easy erwischt. Das knistert, dass du hast das hier mit. Cool. Und da kommen unsere Panzer, dass sie so viel treffen, hätte ich nicht gedacht. Da ist er, das Brutzelobjekt. Okay, größere Offensive aus dem Wald. Na los. Na, ich habe das Gefühl, rechts von uns sind auch noch welche. Ja, das sind die gleichen. Die sind gerade nach rechts abgerückt. Na, gucken wir mal. Unsere Panzer rücken ein bisschen zu schnell vor. Na gut, da ergeben sich die höchstens. Einer fährt da oben bei mir rum. Vom E-Trupp. Huiuiui. Okay, müssen wir kurz mal behandeln. Aber einer erledigt. Powder 3 to all units. Powder is lifting artillery barrage. Advance and secure Donji. Over. Aber das war's doch bestimmt noch nicht. Okay, 100 Meter Panzer rechts. Achtung! Das Fahrzeug neben mir ist gerade explodiert. Ich liege unter dem Panzer. Hoppala! Kann ich dich dort wiederbeleben? Ich weiß es nicht. Boah, der Ecotrop, der rückt aber überhaupt vor. Der ist schon irgendwo. Nee, ich kann dich hier nicht wiederbeleben. Ich glaube, du musst respawnen. Ich glaube, du kannst... Ich glaube, das ist möglich. Nehme ich da nicht selber Schaden durchs Feuer? Das bin ich nicht. Ich bin bei dem Panzer. Bei dem Panzer. Ah! Ich dachte, du bist direkt da bei dem... Hoppala. Ich lieg genau vor. Was gesund wird. Deswegen fährt er nicht. Warte. Okay, sehr gut. Ich dachte, du bist direkt bei dem brennenden Fahrzeug da drüben. Na, das ist explodiert und hat mich weggeschleudert. Okay. Also der E-Trupp ist schon weiß ich nicht wo. Ja, so sollten wir eigentlich auch sein. Au. Aber ich glaube, so unterstützen wir den Trupp da, den Konvoi da ein bisschen mehr. Also die Performance von Armor ist immer noch
Na, das mir läuft es nicht mit 60 FPS, aber es läuft erstaunlich gut. Hätte ich mir nicht gedacht, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich sag's dir, bei mir läuft es mit 18. Und ich gebe alles auf niedrig. Wirklich? Ja. Okay, da vorne sind gleich mal drei. Noch zwei. Ich hab grad zwei ausgeschickt. Wurde übertroffen. Na okay, jetzt fahren wir mit meinem Panzer nicht genau vor mich. Ah, da ist der E-Trupp. Der brennt. Upp, das könnte mal wegkommen. Rifleman, 75 Meter. Front, Rifleman. Na, der E-Trupp ist im Arsch. Schade. Der kann er respawnen, das kann natürlich sein. Na, ich glaube, der kommt wieder. Da hinten ist er. Nee, der lebt sogar noch. Der fährt mit dem brennenden Panzer irgendwo hin. Jetzt ist er ganz hinten, der E. Weiß nicht, was der tut. Aber er tut was. So, da vorne kommt ein Artillerieschlag in 800 Metern. Eieieiei. Gehen wir dann ein bisschen bei den Glashäusern vorbei, weil da kann sich natürlich auch wieder irgendjemand verstecken. Wir brauchen nur einen, der hier blöd mit einem Raketenwerfer rumschießt. Ich bin parallel zu dir auf der anderen Seite. Mhm. Da hinten klingt es auch nach Silvester. Ja, das ist. Munitionslager vom Panzer wurde getroffen. Da oben brennt es schon. Das ist, glaube ich, hier unser Easy. Unser Panzerjäger. Na, weiß nicht, ob wir den jemals noch sehen werden in der Runde. Nein, der Panzer ist hinüber. Das ist nicht unser Panzer hier. Panzer zerstören, Aufgabe abgeschlossen. Irgendwas haben wir erledigt. Wo ist unser Easy-Panzer? Ja, ganz weit hinten. Also der hinnige Panzer, das ist nicht unser. Okay, solange wir uns in dem Tempo weiterfahren. Sind wir ganz gut dabei. Achtung, wir sind hier nicht mehr alleine. Ich sehe keinen, aber sie schießen. Da ist das Ortsschild von Donji. Da ist wieder ein feindlicher Panzer von denen. In den wir einsteigen könnten. Komm, klauen! Ich bin gerade unter schwerem Beschuss. Panzerkampfwagen. Hui! Ah, der ist komplett am Arsch. Schauen wir mal, reparieren funktioniert. Ich bin gerade unter schwerem Beschuss. Boah, der ist schnell. Warte, stopp! Scheiße, nein! Fuck, warte.
Die zu sein, da. Komm, komm. Ist er hier? Ja, ist es drin. Ich sehe so gut wie nichts. Da ist unser Team. Überholen wir es mal, da vorne sind welche. Wenn man in den Panzer von denen kommt, da ist noch einer. Bewegt sich viel zu viel. Bewegt sich viel zu viel. Ich sehe nichts. Stopp, bleib stehen, bleib stehen! Ja, ich bin der Fahrer. Ja, aber bleib stehen, wenn du jemanden siehst. Wie soll ich denn auf ihn schießen? Sobald du jemanden siehst, dann bleib stehen. Naja. Südlichen Bunker sichern, aha. Kannst du zurück, warte. Außer du siehst ihn. Nö. Nur Leichen. Dann können wir uns aber die Flugabwehrkanone da noch starten. Müssen wir da nach rechts abbiegen. Such's, warte, ich such's gut. Ja, ich glaube, da vorne hört man sie. Ja, okay, schön. Passt, kannst du runter? Ah. Hallo, ich muss zuerst fahren. Steuert sich aber ganz an. Oh, da kommen jetzt 1, 2, 3, 4, 5 vor uns. Ja, mein Turm braucht noch. Was machen die denn? Die gucken uns gar nicht an. Diese Idiots. Doch. Weil wir auch in ihrem Panzer sitzen. Ja, als ob die das nicht wüssten. Ja, woher sollen sie es wissen? Da steht da jetzt auch noch nicht auf einmal eine rote Farbe. Naja, der wundert sich nicht, warum da plötzlich drei feindliche Panzer hinter dem stehen. Ja, wenn du das sehen, so wahrscheinlich. Und nichts tun? Enemy spot. Man, 100 Meter. Right flank. Aha, hier, rechts. Wo? 100 Meter rechts, schreibt er da unten. Ah, da wird links von uns ist. Ich kann. Fahr zurück. Ah, vor uns ist auch einer beim Busch. Ja, fahr zurück. Okay, stopp, stopp, stopp. Habe. Und jetzt direkt vor uns bei der Straße. Ja, warte. Ich bin hier, lad noch nach. Habe. Nur nicht zu weit vor. Unsere eigene Artillerie feuert gerade nämlich. Warte, bleib stehen. Warte noch. Ich sehe da keinen Ankunftsort. Da drüben. Ja, aber das Ding geht auch weg, sobald die Artillerie feuert. Das dauert dann ein bisschen, bis die Artillerie da ist. Hör auf dich zu drehen. Aber du kannst die Luke aufmachen. Mach die Luke auf. Ne, ich kann nur die Luken schließen. Schließe mal und dann mach's wieder. Da ist meine Beschäftigung hier. Ja, warte, du hast sicher auch eine andere Luke. Oh, ich werde die Luken schließen. Ja, du hast sicher auch eine andere Luke. Ich sehe sie genau über dir. Das ist nur eine Sache. Hast du nicht noch eine andere? Ich sehe sie genau über deinem Fahrerplatz. Warte noch 40 Sekunden, du kannst da mal die Luke öffnen und schließen. Was? Warte noch 40 Sekunden, bis der Mörser da vorne oder hat der da einen Schlag? War ein bisschen zurück, war ein bisschen zurück. Da sind die Panzer hinter uns. Ja, nicht so. Hinter uns ist niemand. Wo sind die? Hinter uns sind ehrlich gesagt sehr viele Deutsche. Ja, die fühlen sich sicher. Mit unserem Panzer hier.
Ehrlich gesagt wäre das wahrscheinlich sogar der Fall. Ich glaube, dass die das wissen. Das weiß vielleicht nicht jemand, nicht mehr mit Multiplayer-Modus spielen würden, aber... Valor 3 to all units. Enemy aircraft reported approaching. Watch the sky. Over. Okay, dreh dich um und fahr wieder zurück in die Stadt. Schnell. Auf uns wurde gerade eine Luftunterstützung gerufen. Na, wo sind denn die anderen hin? Die bewachen die Stadt. Das ist unser Ziel. Wir haben die Stadt ja schon eingenommen. Wir rücken noch nicht bis nach Berlin vor. Okay, na super. Dann haben wir gedacht, mit den eigenen Panzern. Stopp, jetzt kannst du wieder umdrehen. Passt. Ich kann ja dabei die Luke öffnen und schließen. Du hast aber noch eine andere Luke, ich sehe sie über dir. Kannst du die nicht bedienen? Nein, ich habe das Mausrad hier. Ich kann alles mögliche anfordern, Motor, Luken schließen, die kann nur schließen, ich kann da eine Luke öffnen. Ich kann da eine Luke öffnen, jetzt stehe ich draußen nämlich. Kannst aussteigen, bis du es anschauen. Ah, das war gut. Du kannst die Luke öffnen und schließen. Ja, schon. Oh Gott. Was für eine Luke? Das auf der Seite? Nein, du hast da... Schau. Du siehst das von der Seite nicht. War das? Nö, die werden es schon erledigt haben. Ah, schau von vorne drauf. Du siehst das von der Seite nicht. Das ist ja eine offene Luke. Circa darüber, wo du jetzt sitzt. Mhm. Ja, wenn du schaust mich an, genau unter mir. Genau das ist sie. Pilot, 200 Meter. Genau über dem Platz, wo du eigentlich sitzt. Also sie ist eigentlich da und sie ist offen. Ja, aber das kann ich nicht. Komm mal raus. Ich zeig dir, was ich machen kann. Ich kann genau das hier. Das hier öffnen und schließen. Achso, die Mini-Luke da vorne. Du kannst ja dabei die Luke öffnen und schließen. Warte mal kurz, lass mich das mal schauen. Weißt du, was ich jetzt machen muss? Ich muss aufs Klo. Die Offensive muss warten. Ich muss aufs Klo. Oh, da kommt jetzt ein Feind! Was macht denn der da jetzt? Weg ist er. Ich muss aufs Klo. Ja, du warst doch gerade am Klo. Ich weiß, aber ich muss schon wieder. Oder wie weit müssen wir denn noch vorrücken? Oh, wir haben noch einige Orte vor uns. Wo sind wir denn da? Warum ist Easy eigentlich noch immer am Startpunkt? Die sind doch in Kanisi. Was? Nein, sie sind nicht. Ah, da steht da. Easy? Nein, die sind jetzt eh. Die heißt jetzt eh. Baker steht ja auch noch am Startfeld, du Lustiger. Also? Wir sind offensichtlich nicht mehr da. Aber wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ich glaube, da ist noch irgendwo eine KI, die... Down G, wir sind ja schon hier, das ist ja schon das Ziel. Ja, das ist... Na, dann kann ich halt da aufs Klo gehen, dann sind wir eh gleich fertig. Wieso musst du schon wieder aufs Klo? Ja, du kannst schnell gehen, schau mal, ob ich die KI finde. Nein, da muss ich wieder alles rausschneiden. Wir finden die. Warum sind das so? Die sind alle uns nachgefahren? Also wenn da jetzt ein feindlicher Luftschlag kommt... Sag mir nicht, dass das der war. Na, ich glaube, wir warten nicht nur auf einen, oder? Ja, aus irgendeinem Grund zählt das noch nicht als gesichert. Immer durch die Häuser durch. Tatsächlich, Don G sichern. Oder ist irgendeiner von denen festgebackt? Das kann natürlich auch sein. Vielleicht ist der Panzer im Weg. Bewege nochmal. Aber wir waren vorhin auch weg. Verstehe ich nicht. Was passt denn jetzt nicht? Ja,
meine, es rücken gerade die anderen Trupps woanders hin. Es rücken gerade die anderen Trupps rein, vielleicht waren wir auch einfach zu schnell. Hm. Ich kann halt bald die Luke öffnen und schließen. Öffne mal die Luke und schließen. Na, weil der eine steht da so quer. Ja, stimmt. Kann man bei dem nicht kurzzeitig einsteigen? Und als Passagier kann ich einsteigen. MG-Schütze? Nein, nur als Passagier kann ich einsteigen. Ladeschütze. Move to grid 0, 6, 3, 0, 6, 9er. Da war noch einer. Oder spawnen die jetzt und kommen daher? Na, ich weiß ja nicht, warum die da Artillerieschläge in Kilometer weit weg anfordern. Nein, das haben sie vorhin beim Briefing erzählt. Das ist, damit da von dort keine Leute kommen. Die feuert andauern. Währenddessen wir die Stadt sichern. Aber na, augenscheinlich ist ja niemand mehr hier. Das Spiel hat es noch nicht verstanden. Aber wieso? Ich meine, da rennen mittlerweile sogar schon Fußsoldaten von uns rum. Müssen wir vielleicht direkt daherlaufen? Aha. Anscheinend waren noch welche in der Kirche. Ein Priester. Aua! Arschloch! Soldier. Hey! Wird bestimmt jetzt erledigt. Ah! Das war unser Kirche. Das Gotteshaus hat gefehlt. Das Gotteshaus, es war tatsächlich noch eine, zwei übrig. Ja. Nur das Gotteshaus hat gefehlt. Na, die hätten ja ruhig auch rauskommen können, die haben wahrscheinlich Angst gehabt. Ist blöd, dass die KI da nicht einfach reingeht. Ah, die sind da reingegangen. Zumindest ja, die Fußsoldaten jetzt. Nach einer halben Stunde. Von 3 Kilometer angelaufen. Das ist wahrscheinlich die von I, mit dem kaputten Panzer, müssen erstmal zu Fuß herkommen. I war die ganze Zeit. A new day dawns over France, and once again our troops are on the march. Taking back to the highway, the armored advance continues even further into the ruins of Hitler's fortress Europe. When the enemy gets stubborn, heavy artillery and air support come crashing down. That ought to loosen them up a little. Advancing at such a swift pace requires a constant flow of fuel, ammunition, and supplies from the rear. Every inch of road traveled from the beaches to the front line is fraught with peril. Mines, ambushes, obstructions. And yes, even traffic jams threaten to ensnare the supplies our brave soldiers rely on to get the job done. That's why each and every war bond you purchase goes straight to the front in the form of vital weapons, ammunition, uniforms, medical supplies, rations, and much, much more. Keep up the fight, fellas. We on the home front have your back. And you're doing Uncle Sam proud. Na bitte sehr, und die nächsten Orte, die befreit sind. At 1100 hours on July 27th, Combat Command B of the 2nd Armored Division moved southwest along the highway from Canisy towards Notre Dame de Sénélé. The U.S. column met their first German opposition just 1 mile northeast of Kibou. The 82nd Armored Reconnaissance Battalion, teamed up with the advance guard, were held back by heavy German small arms fire, anti-tank guns, and mortars. With the help of U.S. artillery, leading units were finally able to flank the enemy's left wing and overcome their adversaries. With the German positions near Kibou cleared out, the column returned to the highway and proceeded southwest. The way ahead, however, remained at risk from reinforced enemy positions along a ridge to the west of the road. Thanks to close air support, the Germans were pushed back and mostly eliminated, allowing U.S. command to place one tank platoon in the area to cover the advance towards Dangy. Finally, following well-executed airdrops, the town was liberated, and plans to march on Notre Dame de Sénélé could begin.
Nein, ich vermute mal. Ach, Blas, geht noch weiter. 130th Panzer Lear Division. Let it be known after the war that while American tanks rushed through Donji, he was holding a division staff meeting in a house just a few yards from the main road. Once the US tanks were gone, Bayerlin immediately located a mobile radio and informed his corps commander about the situation and the fact that his division had been annihilated. So, ich glaube, durch diese Nachbesprechung haben wir schon ein bisschen was rausgefunden, wo es uns in der nächsten Mission hin verschlagen wird. Das Ganze wäre gesichert, Missionen sind alle erfüllt. Ja, nicht alle, aber... Oh ja, bei mir ist überall ein Haken. Überall. Ja, wir haben... Panzerwehrkanonen wurden von Doc nicht ausgeschalten. Flugabwehrkanone wurde nicht ausgeschalten in Dangi. Oh, die ist bei mir aber auch abgehakt. Nein, Dangi wurde sie aufgehakt. Wurde sie, aber auf dem Weg dorthin wurde sie nicht ausgeschaltet. Also ich sehe zwei Ziele mehr als du. Ah, na, ich habe hier nur... Ja, die werden bei dir einfach nicht angezeigt. Ja. Ja, keine Ahnung. Okay. Bei mir ist alles erledigt. Na gut, Freunde. Dann würde ich sagen, jetzt nach 3 Stunden machen wir vielleicht mal eine Streampause. Mhm. Haben zumindest schon mal die Hälfte der Kampagne, fast die Hälfte der Kampagne gesehen. Dann machen wir vielleicht die andere Hälfte der Kampagne in einem nächsten Stream. Gucken wir mal, wie das hier bei euch ankommt, auch auf YouTube. Arma 3 in Spearhead. Habe ich es richtig gesagt? Ja. Du hast nicht Spearhead gesagt. Bin stolz auf dich. Spearhead 1944. Na, guck mal. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Ist vielleicht ein bisschen schnell, dieses Vorstoßen, aber vielleicht war das auch nur wegen der Mission. Wir sind da quasi, das war ja wie so ein Sonntagsausflug von Stadt zu Stadt. Eigentlich, ja. Vielleicht war das auch nur wegen der Mission, vielleicht waren da nicht so viele unterwegs, das kann natürlich auch sein. Und da waren irgendwie 20 Fahrzeuge dann zum Schluss noch hier. Aber im Großen und Ganzen hat alles funktioniert. Wir sind in Donji angekommen, die Kirche mussten wir sichern, gut, das, ja, hätte man drauf kommen können. Die anderen haben es dann eh erledigt, früher oder später wäre wahrscheinlich irgendjemand reingelaufen, wenn wir dort ein bisschen rumspaziert wären. Ja, ich bin dann schauen wir mal. Ja, na, die KI ist dann auch in die Richtung, aber wir dachten, dann gehen wir halt mal dorthin, schauen wir mal, was die so finden, aber ja, früher oder später... War ein bisschen blöd, dass die KI von 3 Kilometern Entfernung daherlaufen muss, ohne Motorisierung. Ja, von den anderen ist ja niemand ausgestiegen. Ja, eben deswegen. Und die sind auch nicht rausgekommen, also, entweder wir oder die anderen, die sie entdecken mussten.